Also ich finde, Programmieren mit Swift macht Spaß, oder? Und ich hoffe, ihr seid noch meiner Meinung. Und wir machen weiter mit unserem tollen Automobil. Jetzt haben wir Methoden, um die Stellung des Gaspedals und die Gänge rauf und runter schalten zu können. Und jetzt, wie gesagt, ich hatte gesagt, wir machen es erstmal schlecht und dann immer besser. Wir schaffen uns jetzt eine Methode, die den Speed berechnet. Also Function Calculate Speed. Ja, wir wollen jetzt die aktuelle Geschwindigkeit berechnen, indem wir Folgendes einfach machen. Ja, und wir halten es halt wirklich mal super einfach. Dass wir sagen, Speed soll sein die Stellung des Gaspedals mal dem eingelegten Gang. So, jetzt lassen wir mal überlegen. Wir hätten also Gaspedalstellung 100 mal Gier 5. Wenn wir im fünften Gang wären, dann hätten wir eine Speed von 500. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Wir werden also das durch 2 dividieren, so dass wenn wir bei Gaspedalstellung 100 mal Gier 5 auf 250 km/h kämen. Ja, also Leute, es steht ja wirklich jetzt nicht zur Debatte, dass wir hier irgendwie sinnvoll physikalische Dinge machen wollen. Schauen wir halt mal, was passiert. Wir haben also eine Methode Calculate Speed. Diese Methode würde unsere Property, nämlich die Property Speed, setzen auf den Wert Gaspedal mal Gier durch 2. Jetzt sollten wir uns doch den Luxus gönnen, dass jedes Mal, wenn einer sagt Increase Throttle oder Decrease oder Next Gear oder Previous Gear, ja, in unserer Gangschaltung rumrührt, wenn das passiert, sollte doch immer der Wert Speed berechnet werden. Ich müsste also jetzt aus einer Method eine andere Methode aufrufen. Method called Method. Wie geht denn das in Swift? Ja, ganz einfach, indem ich sage, ich rufe dann die Methode CalculateSpeed auf, nachdem ich eben meine Gangschaltung oder meinen Gaspedalwert geändert habe. Und wie gesagt, Leute, für die, die schon programmieren können und wo sich jetzt die Fußnägel aufrollen, ich will euch ja die Schmerzen ersparen, wir werden es ja schöner machen, ich möchte euch aber auch zeigen, wie sexy Swift ist. Ach, so. Also natürlich können wir das besser, weiß ich auch, machen wir auch. Aber immerhin, es sollte schon mal funktionieren. Und da an der Stelle auch ein Hinweis von mir. In eigener Sache durchaus. Wenn ihr eine Idee habt zu einer App, um Himmels Willen, fangt an. Und wenn sie irgendwie funktioniert, bringt sie in den Store. Es ist doch klar, dass es immer irgendwie besser geht und immer irgendwie schöner sein kann, aber macht euch schon mal so ein Minimal Functional Product und bringt es raus und holt euch von den Usern Feedback und dann kriegt ihr auch eine Benutzerbasis und dann macht ihr es hübscher und schöner, ganz so, wie ihr euch das denkt und wie die Benutzer das brauchen. Das ist viel besser, als nur darüber nachzudenken, was man macht, aber nie mit einer App auf den Markt zu kommen. So, fasse ich mir mal ans eigene Näschen. Und dementsprechend darf ja auch der Code, den ihr schreibt, eine gewisse Geschichte sprechen. Und ihr fangt eben jetzt an, Entwickler zu sein. Und dann muss er ja nicht super elegant und sexy sein, aber Hauptsache er funktioniert. Da bin ich schon ehrlich. Aber ich möchte euch natürlich auch zeigen, wie es schöner geht und wie man es besser machen kann. Nur es ist eben auch ein Weg, ja, und da bin ich ja froh, dass ihr den oder dass ich euch da ein bisschen begleiten darf hier in Form der Videos. Also, jetzt wollen wir doch mal gucken, was passiert denn mit unserer Instanz der Klasse Automobil, die wir K1 genannt haben. Wenn ich sagen würde, K1, ja, unser erstes Auto in der Simulation, wir schalten mal einen Gang hoch, Next Gear.
Ja, wie schnell fahren wir denn dann? Ah, immer noch null. Komisch. Da, nee, ja, aber genau, Gier ist 1. Das hat funktioniert. So, jetzt machen wir K1 und dann sagen wir Increase Throttle. Ja, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Okay. Mhm. Ja, 1 mal 1 durch 2 ist 0,5. Komma kann nicht dargestellt werden, weil wir ja Integer haben. Also fahren wir immer noch nicht. Ja, verstehe ich. Dann wollen wir K1 noch mal ein bisschen Gas geben. Was passiert denn jetzt? Jetzt sind wir schon 1 Kilometer schnell. Wow, ist ja cool. Und je mehr Gas wir geben, umso schneller werden wir sein. Leute, wir fahren schon 2 km/h. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, und dann sehen wir hier natürlich, und jetzt fahren wir 3. Und jetzt, boah, jetzt kommt der Turbo, jetzt schalten wir in den nächsten Gang. K1, Next Gear. Boah, pass mal auf, du. Jetzt fahren wir nämlich schon 6. Und jetzt bleiben wir bei der Gasstellung und schalten nochmal einen Gang hoch, ja? Da hat Frankie Spaß. Also, ihr seht hier wunderbar, wir fahren jetzt tatsächlich schon 9 km/h, weil wir unser Gaspedal auf 6% haben und wir im dritten Gang unterwegs sind und das eben hier funktioniert. Ja, ich gebe ja zu, ne? Da braucht man jetzt nicht über irgendeinen Realismus der Physik-Engine zu sprechen. Ihr wisst aber jetzt oder zieht vermutlich genauso wie ich den Hut vor Entwicklern, die da irgendwelche Rennsimulationen machen, weil damit das alles wirklich gescheit funktioniert, ist schon ein bisschen mehr nötig als hier in unserer Klasse Automobil. Darum geht's auch nicht. Es geht hier darum, dass wir verstanden haben, wir können eine Klasse machen, die hat einen bestimmten Namen. Eine Klasse hat Properties, also Variablen an der Stelle. Die haben einen bestimmten Namen und sind von einem bestimmten Typ. Eine Klasse hat Methoden, die eben irgendetwas machen, die also eine Instanz der Klasse immer in einen nächsten gültigen State setzen. Und damit das Ganze ein bisschen Spaß macht, haben wir eben mal ein Automobil gemacht, haben das K1 genannt und können mal einen Gang einlegen und geben ein bisschen Gas und beschleunigen mal. So, dass jetzt hier immer diese Calculate-Speed-Methode aufgerufen werden muss, ja, das finde ich selber nicht schön. Und wie das Ganze besser geht, zeigen wir im nächsten Video, denn wir haben ja schließlich Swift.